Guten Morgen, Leute. Wir sind jetzt erst aufgewacht. Also halt, wir haben uns schon fertig gemacht, geschminkt und so, aber wir sind erst vor ein paar Minuten aufgewacht. Und Und es nicht ist jetzt offen. 1 Uhr. Gestern bist du um 5 wach geblieben. Wie ich Bis das 6. geschnitten. Bis 6? Du? Ja, Und wie ich bis das 6 geschnitten. bin ich wach geblieben. Schlecht, wir haben so schlecht geschlafen, weil wir die ganze Zeit dachten, okay, Bubele und so ist voll laut. Aber dann habe ich irgendwas aus der Küche gehört. Und ich habe es jetzt schon weggeräumt. Aber das ganze Regal, das hier drin war, ist irgendwie rausgefallen und die ganze Lampe ist kaputt gewesen, die da drauf war. Die Pflanzen leben noch. Habe sie wieder halt so eingetöpft. Aber Lampe ist futsch und so. Voll krass. Und ich dachte, aber ich habe was viel Schlimmeres geträumt, weil ich habe geträumt, dass unsere ganze Küche irgendwie explodiert ist. Wir werden einfach da irgendwelche Bilder drüber hängen. Über jedes Loch drüber ein Bild drüber hängen. Und wir brauchen dringend einen Bohrer. Ich will so voll. Wir sind gerade was essen. Wir haben hier so Penne indisch oder Penne mit Curry und so halt. Das ist das gleiche genommen. Und mein Patenkind quengelt rum. So sieht ein volles Gesicht aus. Ein was? Ein volles, zufriedenes Gesicht. Wie ein volles Gesicht. Ja, ich bin voll, weil ich habe zu viel gegessen, aber ich bin zufrieden, weil es gut geschmeckt hat. So Leute, wir sind jetzt in die Stadt gefahren. Wir wollten noch ein paar, also ich wollte einen Bilderrahmen kaufen. Abreha, Abreha. Ich wollte beim TK Maxx, oder ich wollte halt nach einem Bilderrahmen schauen, dass ich über diese Löcher kleben kann, die bei uns in der Küche jetzt entstanden sind. Weil es sieht schon ein bisschen scheiße aus. Wir haben das Bild kurz ins Auto gebracht, weil jetzt gehen wir zum TK Maxx noch kurz und gucken, obwohl wir haben jetzt ein Foto. Aber egal, wir gucken trotzdem jetzt noch mal kurz. Krass, ey, wir haben gerade so reingehauen im H&M. Hier. Hat auch. Weil voll viel im Sale gab und weil wir ja bald nach Philippinen gehen, haben wir halt die ganze Sommerabteilung leer gekauft. So, bin gerade jetzt alleine im Auto. Meine Schwester ist gerade im Dean und David und holt sich einen Salat. Ja, und für mich auch. Und dann fahren wir eigentlich alle schon nach Hause. Hallo. Anna und ich sind jetzt wieder zurückgekommen. Und wir haben noch einen kurzen Stopp beim Dean David gemacht und haben da einen frischen Salat geholt. Boah, ich zitter voll. Boah. Irgendwie zitter ich gerade voll, weiß auch nicht. Und mir ist voll heiß so. Also als wir in H&M waren, ging gar nicht. Ich habe voll angefangen zu schwitzen auf einmal. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Weil unser Regal ist ja heute Morgen einfach runtergefallen. Es war voll der Schreck und ich dachte, ich sag noch so Anna, so Anna, so ist gerade ein Schrank runtergefallen? Und ich so, nee, nee, das war Bubble, ne. Dann kommen wir heute Morgen in die Küche, alles mit Glassplittern. Ja, die Lampe ist zerbrochen. Die Traubbar. Und jetzt haben wir eigentlich voll coole Sachen im TK Maxx und im Nanunana geholt. Und das tun wir jetzt aufhängen. Geht ja auch so. Und zum einmal haben wir das hier, Fresh Milk. Und dann die Uhrzeit. Für Anna. Die ist ja die Milchtrinkerin, obwohl sie laktoseintolerant hat. Obwohl sie laktoseintolerant ist. So Leute, ich habe mal ein paar Kommentare unter unserem Vlog durchgelesen. Beziehungsweise ich habe eigentlich alle Kommentare durchgelesen. Und ihr habt sehr viele Fragen. Und ich dachte mir, ich kläre euch jetzt einfach mal auf. Und zwar, eine der häufig gestellten Fragen war, ob Bubeline nicht raus darf. Sie darf raus, nur sie will nicht. Und wenn wir sie rausnehmen und dann auf den Boden hinstellen, dann rennt sie gleich wieder zurück in den Stall. Also ich glaube, sie ist im Stall sehr glücklich und will das jetzt auch so lassen. Also ich glaube, sie fühlt sich auch voll unwohl draußen. Ja, ich esse doch. Du erst mal. Wo ist mein Getränk? Und dann kam auch noch öfters die Frage, ob wir einen Vater haben. Nee, weißt Nee, haben keinen wir sind Vater. einfach so auf die Welt gekommen. Also wir haben schon einen Vater, aber irgendwo müsst ihr ja verstehen, wir zeigen zwar alles in diesen Vlogs, aber auch nicht so viel. Unser Vater ist in Philippinen. Unser Vater ist auf den Philippinen, wir haben schon einen Vater und wir haben einen Stiefvater. Er ruft uns auf unserem Telefon an.
Hallo. So, wir sind jetzt wieder zurück. Beziehungsweise wir waren halt vor, wir waren jetzt ganz kurz einkaufen, beziehungsweise wir haben halt Süßigkeiten gekauft, weil wir gerade Bock drauf hatten. Und ich trinke halt Müllermilch, Saison, Karamell, Choc. Bin mal gespannt, wie das schmeckt. Und dazu esse ich Twister, Cheese Drinks. Ich liebe das. Lebohemik. Rachter Jaya und Mitlaini. Lesselemik. Lekelemik. Wala minnek nazra beterdini. Lebohemik. Lebohemik. Rachter Jaya und Mitlaini. Ja, Leute, es war Arabisch und so, weißt du? Ich habe hier schon ein paar Lieder drauf und so. Ja. Was kann ich noch so auf einer anderen Sprache? Benim bu derdim. Ne yalan yağmurda. Ne yalancı sonbaharda. Ne bomboş sokaklarda. Yürüme. Was? İsyan. Das ist andere, was wir beide kennen. Yalan. Lom oder was? Was Lom? Was? Ich bin schon noch nicht mehr so. Oh. Es ist schon spät in der Nacht. Ne zaman aynaysın mesin sana bitti. Gel benden bak. Yaratışın yetmiyorsa bu yulgar bizi bir de buradan yak. Bu duyguyu tarif edemiyorum, yok eşe yara bitekiyorum. Bizim kapalı bilisini görebiliyorum, görümse çekiyorum. Ne, nasıl? Bulamıyorum. Cinde kayboldum. Sırlanacak yerim. Bulamıyorum. Kayboldum hala. Dum. Hoş geldin. Yangın var. Spaß. Okay, los du Türkin. Hier. Oh. Nasıl olsun? Hier. Sen nasıl olsun? Hier. Okay, noch eins. Okay. Öyle bir yanmışım. Yazık bana. Bir başıma kalmışım. Jetzt reicht's aber hier mit dem Türkisch. Wir sind schon voll die Multikulti und so. La Multani, weißt du, Rumänen und so, hi. Alter, mich fasziniert das immer noch wie diese Hey Joe. Ja. Sie gehen manga Pinay Drasa Gawas. Manga Boag Mutana. You know, you're right. Karon mag-interview ta sa mga uban na mga German dere sa Germany. Sige, ano, unsang pangalan mo? Boam? Ja, es ist jetzt 23.53 Uhr. 50. Ach so, was wir euch zeigen wollten. Ich weiß nicht, ob es noch gar nicht so aufgefallen, gell? Unsere Weihnachtsdeko hier. Ja, das ist keinem aufgefallen. Warte. Normal. Hier, warte. Ich zeig euch mal, wir haben schon ein bisschen Weihnachtsdeko. Warum auch immer. Weil, ach so, ja, wir waren ja gestern, nee, vorgestern waren wir im Ikea. Vorgestern also waren wir im Ikea und haben uns so hohle Lichter gekauft. Das ist so Stern. Ein Stern, der deinen Namen trägt. Hoch am Himmelszelt. Das schenk ich dir heute Nacht. Und oh, eins, zwei, drei, vier, Bubele. Bubele will unbedingt raus, aber sollen wir ihn einfach rauslassen? Bubelina? Ja, da versteckst du dich, gell? Ja, du bist also. Stinkt dir jemand auf Fisch, hä? 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 Mach dein Hosenladen zu, Bubelina. Sie guckt immer so schockiert, so, oh mein Gott. Huch, hier bin ich, hier ist meine Hand. Ui, oh. Chill mal. Die ist so süß, gell? Die ist so süß. Wo bin ich? Mann, er tut mir so leid.
So, wir sind jetzt auch in unserem Bettchen. Und ja, wir gehen heute diesmal früher schlafen, weil gestern sind wir auf der Couch eingeschlafen. Und das war nicht so lustig. Gott, du brauchst dich nicht schämen. Und ja, ich würde sagen, gute Nacht und wir sehen uns morgen.